und herzlich willkommen zurück bei einer neuen Folge Co-op Saison 2022. Wir befinden uns in Japan. Wenn ich ganz ehrlich bin, es ist fast ein Monat her, wo wir das letzte Mal aufgenommen haben. Der Kassel hat gezögert. Ja, logischerweise, bis das Internet und alles mal drin ist, haben wir leider doch ein bisschen Zeit können verstreichen. Also, weißt du, was noch in Singapur los war? Ich habe nämlich keine Ahnung mehr. Also ich bin DNF'd und es hat angefangen zu regnen noch, das weiß ich auch noch. Ah. Und weil KI wieder ein bisschen dumm war zum Pidden, hast du, glaube ich, recht viele Positionen rausfahren. P7. Du hast eigentlich so können, noch ein gutes Resultat einfahren, ja. Mhm. Du, es sind am Schluss am Ende noch 5 Rennen offen. Wenn ich ein bisschen Gas gebe, schaffe ich es vielleicht noch, den George Russell in den Standings zu überholen. Du hast noch ein bisschen mehr Luft nach oben, glaube ich, da. Nämlich. Wo bist du? Du mit 3 ja, Punkten. Ich habe nicht viele Punkte. Ja, ja, aber gleich. Aber Sauber ist immer noch zufrieden. Das ist das Wichtigste. Nein, also, genau. Ich muss auch sagen, an dieser Stelle, ich habe jetzt extrem lange, also gerade in den 4 Wochen, wo wir das erste Mal wahrscheinlich aufgenommen haben, ist auch so ziemlich das erste Mal gewesen, wo ich das Game gamed habe. Also zwar gestern im Stream noch, aber halt eben auch nur kurz eigentlich. Also schon lange nicht mehr ein bisschen grösser gespielt. Darum bin ich gespannt, wie es wird. Weil ich mit der Fahrphysik wahrscheinlich wieder nicht klarkomme, weil das Game ist absolut ausgelutscht in meinen Augen. Aber ja, wir machen weiter, wir schauen mal, wo es hergeht jetzt in Japan. Japan ist zwar immer eine Strecke, wo man gut gelegen ist. Mal schauen, wie es jetzt immer noch so ist. Und wir hoffen natürlich auf ein strachniges Regen, genau, oder auf ein strachniges Regen, auf ein, halt den Versprecher hast du auch schon mal gebracht, auf ein strachniges Rennen. Und ja, jetzt habe ich einfach deine Anmoderation abgenommen, darum würde ich mal sagen, legen wir los. Let's go! Es ist einfach gar nicht cool bei mir. Oder ich bin blöd. Anyway, hello and welcome back to the Cori Verein in Japan. Ich habe leider ein wunderschönes Intro-Dings gegeben. Ist aber auch nicht weiterhin tragisch, weil ich habe nämlich Musik sogar noch ausgeschaltet. Kerle. Aber anyway, wir sind back. Auf einer Strecke, wo der Kassel in der SS immer noch spinnen lässt. Und wo mir einen Reifenverschleiß gibt, etwa von 10% jede Runde. Also ich bin mal sehr gespannt, wie das Rennen wird, aber ich habe jetzt im Practice wirklich nach 5 Runden habe ich etwa 6 Runden habe ich 65% Reifenverschleiß gehabt, was nicht ganz so nice ist. Aber Halleluja, wir haben wenigstens das Wetter auf unserer Seite. Es wird trocken sein, sonnig sein. Und ich glaube, wir haben beide eigentlich relativ gute Setups, wenn ich dich richtig verstanden habe. Ja, gut, ist relativ. Relativ? Ja, also ich fahre halt immer, oder also vorher schon gesagt, ich fahre mit dem Setup, das ich auch in den Online-Rennen verwende, also mit Eagle Performance. Und dort funktioniert es wesentlich besser als hier. Sprich, meine Aero ist halt nicht so gut wie dort. Und jetzt habe ich halt einfach wesentlich mehr Flügel drauf, was mir wahrscheinlich mit Performance auf der Geraden kostet, halt auf der, in den Top-Speed-Sektoren. Aber ja, mal schauen, wo wir landen. Ich war hinter dem Bottas, gab es um 2 Plätze, aber nur ganz knapp hinter ihm. Und 15 auf den Tubes im Training, glaube ich, sind es. Und ja, aber weiter weg von vorne. Also ja. Die vorne sind irgendwie hure schnell wieder gsi. Das ist aber ja. Und es hat wieder mal keinen Sinn gemacht. Also Hamilton ist irgendwie auf P1 gsi, Max irgendwie auf P6, zur Not auf P5. Also ja. Oh! Ah, Mann. Lebst du aber noch, oder? Ja, ja, vom Frühjahr verloren. Bei der Kurve unter der Brücke. Ja, ich sehe, ja. Bist auf Dings grindet. Bin ich auf dem Curb oben gewesen. Yes, das ist mir im Practice am Ende auch passiert. Einen Fehler mache ich nicht mehr. Ich gehe dir immer viel zu weit raus. Ja, wenn die Kurve jetzt direkt anfasst, dann nachher ist es nicht so gut. Ja. Ich bin eh gespannt. P16. Wow, Purple 2. Sektor und P16. Das finde ich so kotzgrässlich. Ja.
Nein! Oh fuck, scheiße, ich habe 4 Zettel draussen gehabt, die spinnen mich da noch. Das wird aber gleich nicht gute Runde gewesen sein. Oh, oh mein Gott! Was für ein Snap-Over! Und jetzt habe ich hinterher abverloren. Wow! Brutal, hey! 1,2 Sekunden rausgeholt. P. Wow, P11, okay, gut. It's time to take a look at our starting grid for today's race. Charles Leclerc lines up on pole position and a very happy Carlos Sainz will start second. As we continue through the rest of the grid today, we have Verstappen, Hamilton, Yuki Tsunoda and Russell, Ricardo, Fernando Alonso, Norris and Sergio Perez. They've taken a grid penalty. Shepherd, Bottas, Kevin Magnussen and Vettel, Ocon, Stroll, Nicholas Latifi and Mick Schumacher, Albon and the Rainmaster. Now it's almost time for lights out, so let's go down to the track. Bin ich einfach wieder mal der Mick gewesen, okay, aber egal. Ich würde sagen, einer die behinderter Pose als der andere. Ah ja, sie nicht gesehen, meine. Ist das Herz am Machen, du Kamera am Machen da. Beste. Beste Leben. Da, in mir innen startet, glaube ich, der Elben oder der Latif. Innen ist, glaube ich, der Elben. Ah, und dort, wo er eigentlich sollte starten, ist die Box einfach leer. Er hat sich einfach überreportet zu mir. Easy. Dann starten wir jetzt einfach beide zusammen eins weiter innen. Oder beziehungsweise, ja, er startet... Hä? What the fuck? Er startet jetzt einfach... Er startet einfach eins weiter hinten, what the fuck? Wie dumm! Das ist ja mal geil. Ah, ah, meine Einführungsrunde. Ja, ja, es war wohl voll durchstarten. Ah, das nehmen wir sicher auch raus, wenn wir wieder einen Coop machen. Weißt du, das fände ich lustig, wenn du einfach fucking Warm-Up-Lab machst und dann sagt der Clutch Bite was horrible. We think we need to box. Bees and Hornets, Leute. Ich habe mich nicht getraut. Hä? Hä? Ich bin perfekt Ding gsi. Ich habe mich getraut. Oh. Feuerwehr. Oh, ich bin drüber raus. Scheiße. Hat er. Wurde lang gegangen. Oh. Wow, nur schnell ausgegangen. Ja, ich habe Drive-Thru-Penalty. Nein, wirklich. Ja, Freistart. Hat jetzt auch noch nie geschafft, glaube ich. Oh, der Bottas hat mir Rass rausgedrückt. Oh mein Gott, ich habe fast den Mick abgeschossen. Ja, ist klar, Digga, Alter. Einfach mal. Oh, der Latifi, Alter. Ja, die fahren recht langsam irgendwie da. 3 Plätze runtergehört. Ja, ist vielleicht auch ein bisschen meine Schuld. Wegen meinen Mediums. Alter, oh, nein, jetzt habe ich vor allem Damage wegen dem Latifi, Alter. Fick dich doch, Alter. Das Trollen, ich werde einfach gerammt, zweimal. Ich sehe es. Und mich kreuzen jetzt so um Schnauze, Alter. Was soll das jetzt? Ach. Alter, was ist das für ein Start? Mann? Irgendwie hure komisch. Ja. Boah, was machen die davor? Im Betteln. Oh, ich hab fast im Mick den Frontflug abgekarrt. So, jetzt habe ich mal den zweiten. Dings geholt. Oh mein Gott, das hätte ich da fast ein Vettel-Manöver gemacht, ey. Oh, das spinnt sich. Oh mein Gott. Ich habe das Vettel-Manöver gemacht. Wenn das illegal ist. Ich musste ausweichen, gut. Ist ja genau da gewesen, wo er sich gespinnt hat, oder? Nein, er ist wieder vorne. Ist vorne gewesen? Und er hat beim Verstappen nie getroffen, genau. Hat er sich gespinnt. Boah, bin ich hässig gewesen, denn, Mann. Das hat mich so aufgeregt. Du, was ist da los? Bruder. Ich muss eine Pause nicht tun und rausschauen. Ich glaube, Führer hat gerade bei uns angehalten. Jetzt habe ich noch 5 Sekunden bekommen, Mann, weil ich... Oh, muss ich Pits. Ja. Komm mal grad. Bro, das ist gerade bei mir! Rennt es aus, oder was? Also, nein, schon nicht unsere Hütte, hoffentlich, aber... Nein. Alter, ey. So, auch da bin ich am Aufnehmen. Aber die sind da gerade... Atten. Bei meinem Parkplatz. Aber schau, Alter. Ja, ich gucke schauen. Nein! Ok,
Okay, there seems to have been a problem removing the right front wheel. We need to try and put that behind us and let's finish this race as strong as possible. Wenn ich mich verarsche, ihr Wichsers, Alter, Mann. Ganze Hütte stinkt jetzt, Mann. Ist gerade brennt, oder was? Es ist gerade Nachbrennen, aber ich check's nicht genau. Wow, fuck. Was ist jetzt da? Eine andere Kamera. Aber es ist. Also, sie sind relativ gemütlich drauf noch. Und beim Nachbrennen sind auch noch Leute in der Hütte drinnen. Und sind überall Fenster auf, das check ich nicht. Eigentlich sollte schon Fenster zu tun, wenn es brennt. Dass die Flamme kann ersticken. Wenn überhaupt. Ah, für schön, KI hat ein bisschen aufgehoben für mich. Ich bin gut pitten. Ja. Nochmal, weil ich wollte Frontwing wechseln. Was machen Sie? Frontwing wollen Sie wechseln. Nur 5 Sekunden. Aha, dann haben Sie einfach gar nicht gemacht. Ach Gott. 5 Sekunden abgesetzt, bin ich nicht. Ich kann wieder in die Pits gehen. Weil ich ein Herz untersteuern nämlich. Boah, Alter, ey, mein Frontwing. Das ist so ein Witz, Mann. Jetzt gehe ich nochmal in die Pits und hole nochmal frischen Satz Reifen. Also Mediums jetzt. Und hoffe, dass ich jetzt den Frontwing wechsle, die Wichsers. Da bin ich ja den ganzen Lap hinter euch dran, aber ist mir jetzt eigentlich auch egal. Scheiße, ja. Kannst du für mich schauen, was draußen passiert? Ja. Vorher haben sie das Problem gehabt, das Rad drauf zu tun. Jetzt haben sie das Problem gehabt, um den Frontwing wegzunehmen. Alter, Mann, ihr sind so halbschirm. Also. Alter. Wirklich. Richtig morbid. Zelda, Katastrophe. Mein Vater ist unten am Seedfleisch machen und jetzt habe ich so den verbrannten Holzgeruch in der Nase gehabt und jetzt habe ich so einen, also nicht verbrannt, aber halt so einen gekochten Fleischgeruch in der Nase. Alter, der Ricciardo hat mich gerammt. Wenn ich jetzt eine Penalty bekomme, ja, Blue Flag wie Hölle. Gang vorbei. Wegen einem Chemiebrand. 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 Ah, nein, genau. Es ist also wirklich eine riesen Übung. Es ist irgendwie... 3 grosse Feuerwehrautos, 2 kleine, 2 Polizeiautos. Okay. Und wirklich, also ich glaube etwa... Leck hier. Wow! Alter! Wow, that was a... Was? Ernsthaft, der Leclerc hat abgepresst und ist voll in deinen Tonnert, Mann! Alter, was soll das? Alter, okay, 2 Sekunden später bricht es mich auch. Ich bin extra auf die linke Seite übergegangen und einer fährt doch in mich rein, Mann. Alter, ich habe nicht damit gerechnet, dass der sich so in diese geht, weil du hast ghostet. Ich meine, jetzt sind einfach durch. Ich habe ghostet und ich war außerhalb der Strecke. Ja, aber du hast doch ghostet gehabt dann, oder nicht? Ich glaube es, aber ich bin... Wie ist er noch aufs Podium gefahren? Ich bin vorhin reingedonnert. Und der Championship hat er auch gehabt. Ja gut, also da wär's gsi mit der heutigen Episode von F1 22 in der Coop-Season. Mehr oder weniger erfolgreich. Also lustig ist, wir beide gesagt so, ja, wir werden crashen, aber dass wir beide gerade am gleichen Ort crashen und dann noch zum gleichen Zeitpunkt. Oder fast zum gleichen Zeitpunkt. Ja, wer hätte das gedacht. Aber das war es mit der heutigen Episode. Merci für uns, dass ihr zugeschaut habt. Vergesst nicht, das Video bewerten, das Abo da lassen, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, und das Video teilen. Das würde uns sehr, sehr helfen. Danke für vielmal. Und ich sehe uns, wie gesagt, wieder in der nächsten Episode. Und bis dann wünsche ich euch ein schönes Tag noch. Macht's gut und ciao!